Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded mit mir, eure Belyria und Opa Zockt. Guten Tag. So, wir haben. Ich habe festgestellt, hier oben die Links kommt nicht mehr hinterher, deswegen muss da jetzt erstmal ganz schnell beim Import passen eine Acceleration Card rein, weil die Dinger hier laufen voll. Und die Kiste hier kommt nicht mehr hinterher, schnell genug das ganze Holz und sowas hier reinzupacken. Was nicht so gut ist. Ja, deswegen steigt jetzt der Holzstand da drin, aber jetzt kommen die eigentlich auch wieder hinterher. Na, das ist halt nur blöd, wenn jetzt zum Beispiel zwei oder drei Cards auf einen Schlag kommen. Dann ist es ja. Ja, dann ist natürlich ganz klar. Leichter Stress für die Cards. So, ich habe Quiet Clear Glass. Weil damit wird das hier verkleidet. Also wie gesagt, das läuft jetzt so. Der nächste Punkt wäre jetzt vernünftiges ME-System. Ne, warte, das heißt, ich müsste jetzt erstmal eine Werkstatt bauen. Ich muss erst mal anders machen. Das schon vernünftig aussehen. Hä? Oh. Dummes Ding. Okay, also einmal bitte 8 ME-Drives. Kann ich mir wahrscheinlich nicht erlauben. Machen wir das so? Und ich mag solche Ränder. Oh, das hat doch was. Oh, jetzt fehlen mir die. Oh, jetzt fehlen mir die Calculation-Prozesse. Sonst heißt, ich muss erstmal den ganzen Kram noch aufbauen. So. Ja, das sieht doch cool aus, finde ich. Ja, das sieht doch cool aus. So. Jetzt müssen wir erstmal die nächste Ebene anstechen. Und zwar, wir brauchen langsam den Serverraum. So, 4 hoch ist richtig. Dann habe ich ausgerechnet 3 Blöcke Wartung. Und dann kommt die Decke für die nächste Etage. 3, 4. 1, 2. 3, das ist jetzt Wartung. So, so. Ach, das ist ja nur mein Gerät, wo ich oben ablesen kann. Der Schwachsinn kann ja dann auch weg. Und da ist auch schon der Schacht. Das haben wir schon mal vormarkiert. Aber wir brauchen noch ein bisschen Stein, um das auch wieder abzudichten. Obwohl, das wird wahrscheinlich später sowieso alles gläsern. Oh, falsche Richtung. Ja, so. Das heißt, ich brauche jetzt Dense Energy Cable. Jetzt geht die ganze Geschichte los. Ach Quatsch.
Und wieder jede Menge Gravel. Ich stehe gerade nicht auf dem Schlauch. Wieso stehst du auf dem Schlauch? Das Smart Cable? Doch, Smart Cable brauche ich. Nicht Covered, Smart. Smart Cable, Covered Cable. Smart Cable. Ist dort hier für ein Schmorn? So, dafür brauche ich die Covered Cable, dafür brauche ich diese Dinger hier. Zählt es? Komm mal nicht. Kannst du aussehen. Nein, du kriegst mich nicht, Skelett-Omat. Aha. Oh, noch mehr Gravel. Ist ja eigentlich alles gläsern. Es hat den Vorteil, es ist nicht so dunkel. So. Wie war denn Elektrum? Das war Gold und Silber, ne? Elektrum ist Gold und Silber. Es ist Das ist doch schon das nächste Problem. Wieso? Also ich habe viel zu wenig Silber. Mein Silber ist leer gleich. Oh Mann. Das Stoff für das ganze Inventar voll. So, warte mal, Fury Catalyzer. War das, dass der da... So, dann brauche ich Transmission Coil. 8-mal Transmission Coil.
Ich muss mal ganz kurz nach Silber gucken. Ich habe noch genau 42 Silber jetzt. Oh, ich hab Gravel im Fahrstuhl. Illyria, Ja. kannst du mal ganz kurz an deiner Batterie schauen? Ja, einen Augenblick. Tausendzweihundertfünfzig Input. Hab's schon 11 Millionen drin. Gut. Mache ich jetzt mit dem Quark hier? Koffer. Was kommt in die Wie viele Soundkraftkiste? Millionen hast du drin? Etwas über 11 Millionen. Okay, das dauert noch eine ganze Weile, bis da mal das Ding voll ist. Bis die voll ist, es dauert ja. Und wenn dann ein Opa angelaufen kommt und seine Batterie aufladen will, dauert es noch länger. Na gut, ich brauche ja 6 Millionen im Jetpack. Und 9 Millionen. Das heißt, wenn ich einmal aufladen komme, brauche ich 15 Millionen. Wenn alles leer ist. Ja. Gut, hey, funktioniert. Reicht damit. So. Screens. Jetzt brauche ich Screens. Okay, da ist ein Construction-Fehler. Da kommt nämlich Stone rein. Nee, was soll ich denn damit? Ich will Stone haben. Kein Andesit. Und dicht ist die Kiste. Das ist theoretisch. Warte mal, hier fehlt doch. So, jetzt das Sein richtig. Okay, das war so schon so halbwegs vermutet. Genau, Okay. jetzt muss ich hier über Eck gehen. Exportbus zweimal. So. Ist nicht ganz schön. Es ist viel zu viel Appetit. Was macht man mit so viel Appetit? Oh, mit Appetit, das werde ich gleich verbrauchen. Tja, dürftest du auch viel finden, weil das Zeug ist sowas von übermänglich hier. Ja, davon werde ich aber auch viel verbrauchen. Das brauchst du für Dünger, ich weiß.
Ach, draußen herrscht wieder eine Bombenstimmung. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Nein, nein. Falsch, falsche Information. Nicht für Dünger. Ich brauche das als Katalysator. Das Katalysator, für was genau? Also, was willst du katalysieren? Das brauche ich als Katalysator, wenn ich jetzt zum Beispiel Ethanol und sowas herstelle. Okay. Dafür brauche ich Apatit. Mein Berg ist relativ reich davon. Na gut, jetzt habe ich erstmal alles abgebaut. Gucke mal rein, wie viel ich jetzt im Moment habe. Ich schätze mal so irgendwas um die. Ey! Kommt mir eine Treppe zugeflogen? Wir hatten die eine Treppe abgebaut. Geht ja gar nicht. So, ich habe 2200 Apatit. Okay, das ist gut. Bin ich nicht der Meinung, dass das gut ist. Weil zu wenig. Na gut, aus 2200 Apatit. Ich glaube, ich mache aus 2 Apatit mache ich 8 Katalysatoren. Das heißt, ich habe dann ungefähr 10.000 Katalysatoren. Okay. Oh, Alleine das diese ist. 2000 werden schon weg sein für das, was ich jetzt im Moment im Bestand habe. Ja. Habe ich mich mit der Deckenhöhe verschätzt? So, kommst du jetzt hier hinterher mit Befüllen der Kiste? Ja. So, das heißt, jetzt wird man sehen. Ich habe jetzt ungefähr 10.000 Holzkohle. Jetzt wird man halt sehen, ob meine Dynamos das Zeug wegfräzen Ja. oder ob ich mehr Dynamos bauen kann. Weil im Moment sagt Hallo, meine Solarzelle. Batterie null. Ich hoffe ja mal, dass deine Batterie da drüben jetzt mal so langsam, aber sicher in Richtung voll wird. Ich schaue gleich mal nach. So, da bist du. Das wird der Generatorenraum. Das ist der, das ist der. Das hier wird der Raum für die ganze Verarbeitung. Weißt du noch, was du eben gesagt hattest, wie viel Strom eben drin war? Ja, vorhin war was mit 11 Millionen. Nee, nicht ganz so. Zwei, drei, zu. Nein. Brauche ich gar nicht hin.
Aua, schon wieder Gravel. Was ist so ein schöner Gravel? Weil es überall in meinen Decken drin ist. Das war ein Helm auf. Ja, trotzdem kann man darunter ersticken. Theoretisch. Das glaube ich nicht. Theoretisch. Zeig mal. Nö. Was ist dein Problem jetzt hier? Achso, warte mal, das darf nicht. Das darf nicht. Ja, ich würde mal sagen, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Du auch fleißig am Haus bauen, oder was? Bitte? Du auch fleißig am Haus bauen bist, oder? Ja, oder richtig, oder? Richtig. Ja, muss jetzt auch mal langsam, aber sicher mal so ein bisschen effektiver werden. Wie meinst du mit effektiver? Ich habe gerade den Serverraum ausgegraben. Nein, ich meine damit, dass man jetzt seit so guten 82 Folgen von einem Provisorium ins andere Provisorium wechselt. Das ist gerade mit dem Ausbau, den ich gerade geleistet habe, das ist kein Provisorium mehr. Ja, genau, das ist ja bei mir so. Das heißt, man wechselt jetzt so langsam, aber sicher vom Provisorium. Im Schönbau, ganz genau so ist es. Ja gut, Schönbau ist es noch nicht ganz, aber... Ja, also direkt Schönbau habe ich auch noch nicht direkt angefangen, also... Es ist ein Anfang, kann man sagen. Es ist ein Anfang. Ja, deswegen gesagt, es wird halt nicht schön, aber es wird zumindest jetzt erstmal effektiver und danach wird es schön gemacht. So ist es. Genau so ist es. Fahrstuhl kann auch schon eine Ebene höher fahren, das funktioniert auch. Ach, jetzt muss ich nur aufpassen. Ich bräuchte ja dann jetzt auch unter Umständen hier so Sachen wie Licht und so. Der Fahrstuhl fährt jedenfalls schon mal in den Serverraum. Oh, jetzt fange ich mir an. Ja klar, jetzt wird es halt so gebaut, wie es sein soll. Jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr quer hier durch die ganze Basis fliegen kann, sondern... Ich weiß genau, was du meinst. So, du wolltest wissen, wie viel Energie. Ich habe schon 28,9 Mille in der Batterie. Ja, es könnte sein, dass er jetzt, glaube ich, ein bisschen runtergefahren hat mit der Energieversorgung. Mhm. Wieder, aber gut, dann ist ja da theoretisch gleich. Ich denke mal, nächste Folge wird voll sein. Ja, denke ich auch. Und ich würde sagen, wir machen gleichzeitig hier Feierabend. Okay, also eins muss ich mir noch angewöhnen. Ja, ich habe das... dass ich in der Hütte nach Möglichkeit nicht mit einem Jetpack rumfliege, weil ansonsten dauern die Wege zu lang. Ja. Gut, genau. Machen wir so ein kleines Puzzle. Genau, machen wir auch. Nee, warte mal. Weiß nicht. Morgen oder übermorgen sehen wir uns wieder. Aber ich weiß jetzt nicht genau, an was für Wochentag wir gerade hier sind. Ja, gut. Ich würde sagen, nur mit diesen Worten verabschiede ich mich auch von euch. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao Leute. Tschüss.